Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema ist Endeklination. Endeklination ist eine Deklinationsform, die betrifft die Nomen, die werden nach einem besonderen Muster dekliniert. Sie bekommen im Akkusativ, Dativ, Genitiv, nicht im Nominativ und im Plural Endung en bzw. en. Deshalb heißt diese Form der Deklination Endeklination. Fast alle Nomen, die so dekliniert werden, sind maskulin. Es gibt ein paar Ausnahmen, jedoch komme ich dazu ein bisschen später. Ich werde diese Nomen für dich in 10 Gruppen kategorisieren. Die Nomen, die mit Hilfe Endeklination dekliniert werden, sind meistens die Wörter, die beschreiben. Zuerst Personen, zum Beispiel Berufe. Zum Beispiel der Kollege, der Kunde, der Experte, der Junge. Nehmen wir einen Satz als Beispiel. Ich kenne nur einen deutschen Kollegen. Jetzt haben wir Akkusativ und wir können sehen, dass bei Nomen Kollege haben wir ein N am Ende bekommen. Zweite, Nationalität. Wir sagen der Pole, der Russe, der Grieche. Beispielsweise, er mag es am meisten, sich mit einem Griechen, Dativ, zum Mittagessen treffen zu können. Mit einem Griechen. Wieder haben wir ein N als Endung bekommen. Diese Wörter auch oft beschreiben Tiere. Der Löwe, der Hase, der Affe. Nehmen wir als Beispiel einen bekannten Titel, der König der Löwen. Dort können wir Genitiv sehen, der Löwen. Vierte Gruppe sind die Nomen mit dem Endung Oge, zum Beispiel der Biologe, der Psychologe. Ich spreche mit einem Biologen. Fünf Nomen mit der Endung ent, der Student, der Dozent. Sechs Nomen mit der Endung ant, der Lieferant, der Praktikant. Sieben Nomen mit der Endung atte, der Kandidat. Ich fahre mit einem Kandidaten. Acht Nomen mit der Endung ist, der Tourist, der Polizist. Zum Beispiel. Ich bin mit einem Touristen durch die Stadt gegangen. Abstrakte maskuline Nomen mit der Endung e. Die bekommen im Genitiv zusätzlich s. Der Name, der Buchstabe, der Gedanke. Ich beschäftige mich mit meinem Gedanken. Das einzige Nomen, das nicht maskulin ist und zur Enddeklination gehört, ist das Herz. Dieses Nomen bekommt auch im Genitiv zusätzlich s am Ende. Zum Beispiel poetisch ausgedrückt: Ich gebe dir einen Teil meines Herzens. Oder im Dativ: Ich gratuliere dir von meinem ganzen Herzen. Zehnte Gruppe sind die maskulinen Nomen, keiner Gruppe gehören. Zum Beispiel der Architekt, der Nachbarn, der Herr, der Mensch. Zum Beispiel. Sie einigt sich mit ihren Nachbarn ziemlich gut. Nachbarn. Daher ist es wichtig noch zu sagen, dass dieses Wort im Singular bekommt n, so Herrn, und im Plural en, Herren. Ich kenne die Adresse Herrn Müller nicht. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt Enddeklination gut beherrscht hast, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal.